Hey, willkommen zum Star Wars Squadron Official Gameplay Trailer. Wir gucken uns das mal von vorne an. Na, die epische Musik, jawohl. Direkt aus dem Cockpit. Der zweite Todesstern ist nicht mehr. Also, der zweite Todesstern ist kaputt. Aber die Flotte, die imperiale Flotte ist noch nicht komplett zerstört und macht uns Ärger. Da sind die. Die dunkle Seite. Jawohl. Also zwei Fraktionen, Einzelspieler. Spielst entweder für die dunkle oder die helle Seite. Und Multiplayer 5 gegen 5. Oh, im VR wieder so nice, ich schwör's euch. Jawohl. Also, es beginnt mit einem Einzelspieler. No. Also, entweder für das Imperium oder Neue Republik können wir da gamen. Direkt aus dem Cockpit, nice. Schaut euch das an, wie das alles so gut gemacht wird. Hier kriegen wir alle Informationen dargestellt auf unseren Displays. Links der Sensor ist wahrscheinlich die Map. Ship Status Indikator zeigt an, wie viel Schaden wir aufgenommen haben. Combat Display, klar, also da visieren wir unsere Feinde an. Speed Indikator, Trottel. Roger, Roger. Und Power Management Components. Das sind wahrscheinlich verschiedene Komponente, die wir dann einsetzen dürfen. Laser Charge. Der Laser wird wahrscheinlich dann überhitzen und dann müssen wir warten, bis wir weiter schießen dürfen. Yeah. Here we go, jawohl. Ah, neue Spezies entdeckt. What are you talking about? Jawohl, bekannte Gesichter. Es geht ja wieder um Gleichgewicht in der Galaxie. Ist sozusagen der Für Online-Gefechte musst du Cockpit aller 8 Schiffe verbracht haben. Also du musst in allen 8 Schiffen 4 von der hellen Seite und 4 von der dunklen Seite verbracht haben. Jawohl, und jetzt kommen die ganzen Fighter. Links Galactic Empire und rechts New Republic. Jäger sind sehr flexibel und vielseitig und können überall eingesetzt werden in jeder Situation. So wie es aussieht, gibt es minimale Unterschiede zwischen den Fightern. Der T-Interceptor hat mehr Geschwindigkeit, dafür aber weniger Robustheit. Und beim A-Wing ist das andersrum. So, die Supporterschiffe. Reaper und U-Wing. Hier ist alles gleich, aber ich sehe jetzt schon, die helle Seite wird anscheinend bevorzugt, weil die hat minimal mehr Robustheit immer wieder. Und wie der Name schon sagt, Unterstützungsschiffe können Verbündete retten oder Munitionen nachladen oder gegnerische Jäger stören. Nice. So, wie man hier sehen kann, sind die von der hellen Seite robuster, aber ich habe das Gefühl, hier Firepower ist ein bisschen mehr bei der dunklen Seite wie bei der hellen. Alan! Alan! Out! Und die sind ein Ticken schneller, so wie es aussieht. Wenn du eine bestimmte Komponente bevorzugst oder etwas anpassen willst, kümmere ich mich drum. Jawohl, super. Schalte alles frei, was du brauchst, um deinen Piloten oder Sternenjäger anzupassen. Ah, geil. Also das ist jetzt wie beim Star Wars Jedi Fallen Order. Dazu wurde bereits ein Video gemacht, das heißt Star Wars Jedi Fallen Order lustige Momente Anfänger Guide. Schau mal oben in die Infokarte rein. Ich hab sie verlinkt. Arsenal bestehend aus 50 Komponenten kann zu den Flugschiffen hinzugefügt werden. Du kannst deine Ausrüstung dramatisch verändern.
je nachdem, was die Strategie deiner Staffel von dir verlangt. Okay. Endlich erledigt, jawohl. Dies wird besonders in der Multiplayer-Modi von Star Wars Squadrons entscheidend sein. Also wir müssen tatsächlich erst einmal Einzelspieler durchspielen. Danach können wir uns Multiplayer-Modi anschauen. Wahrscheinlich wird das so sein, dass wir vielleicht einen Teil von den 50 Komponenten freischalten müssen oder auch alle. Und erst dann können wir Multiplayer spielen. Touch-Fight-Mode. Okay, verschiedene Modis. 5 gegen 5, alles klar. Passe deine Ausrüstung an, um als Team zusammenzuarbeiten. Alles klar. Setze besondere Komponenten wie den Traktorstrahl. Geschütze und Minen ein. Um deinen Gegner zu verlangsamen. Okay, oder deinen Staffelmitglied einen Abschuss zu ermöglichen. Hochgeil. Teams, die nach noch größerer Herausforderung suchen, werden sich in Star Wars Squadrons prominentestem Modus messen müssen. Für mich Herausforderungen gibt es noch einen Fleet Battle Modus. Ah, mehrere Phasen gibt es dort und wir müssen also, ob du alleine oder mit Freunden spielst, wirst du die Option dazu haben, dich mit anderen Spielern oder der KI als 5-Wollen Staffeln messen. Okay. So, da können wir in einem Besprechungsraum uns treffen und Strategie besprechen. Ausrüstung festlegen und dich auf den Abflug vorzubereiten. Jojojo. Also, das sind so mehrere Stufen sozusagen. Wir müssen erst die gegnerischen Flieger abschießen. Jawohl, jetzt. Dann die mittelgroße Schiffe ausschalten. Danach müssen wir die Subsysteme ausschalten von den großen massiven Flugschiffen. Und danach können wahrscheinlich die Bomber das Ganze dann zerstören. Ja, wie ich es schon vermutet habe und in dem Video über den Trailer gesagt habe, dürfen wir sogar den Sternenzerstörer hochjagen. Ja, du kannst frei wählen, wie du spielen kannst, wie du spielen willst. Alter, ist das geil. Der Einklang, ja, das ist, sie sagt, es stimmt. Ein Team muss zusammenspielen, damit das auch alles gelingt. Ja. Das Spiel kann man vorbestellen. Am 2. Oktober dieses Jahres wird es veröffentlicht. Schöne Zeit bis dahin, wir sehen uns.